darf Sie recht herzlich begrüßen und mit Freude habe ich die Einladung angenommen, heute zu Ihnen über ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema der Transparenz zu reden, und zwar Open Government als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Staat. Es ist vorher schon betont worden und ich darf mich dazu outen, ich bin ein Fan der Kooperation. Wir kommen nur gemeinsam weiter. Gemeinsam heißt, es muss die Wirtschaft und die Verwaltung, nämlich nicht den Staat, ich stehe ja so gesehen für Wien, gemeinsam operieren und die Verwaltung selbst, und in der habe ich eine doch sehr wichtige und für mich auch sehr positive Rolle, muss gut kommunizieren mit der Politik. Weil nur gemeinsam, wenn man Ziele erreicht, kommt man weiter. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir das deutlich gezeigt und ich kann nur auf sehr positive Ergebnisse auch in Deutschland bzw. im Ausland hinweisen. Wir haben zweimal auf Einladung der Deutschen in Berlin den modernen Staat besucht, nicht nur besucht, sondern wir haben ihn getragen. Wir haben dort tolle Gespräche, Wirtschaft und Verwaltung gehabt und wir sind wirklich sehr gewürdigt worden von den deutschen Kollegen über das oder auch begratuliert worden zu dem, was wir geleistet haben. Und wir haben einiges geleistet. Was wichtig ist, und ich habe vorher das erwähnt, Verwaltung und Wirtschaft müssen zusammenpassen und die Verwaltung muss gut mit der Politik kommunizieren. Und deswegen freut es mich, dass ich hier wirklich eine aktuelle Vorlage oder Vorgabe oder Rahmenbedingungen der Politik Ihnen zeigen kann. Und dies für mich auch Rahmen und Vorgabe. Und in vier kurzen Passagen ist damit auch gesagt, was hier die Politik in Wien erwartet. Wir sagen einmal Ja zu Open Data. Das ist schon im März 2011 passiert und zwar relativ eindrucksvoll. Wien ist als Open Government Data City sichtbar. Dafür stehe ich heute auch da. Wien macht offene Politik, Transparenzgesetz, Petitionen, all diese Dinge. Letzter durchaus Erfolg auf dem Bereich des Open Governments, die Wiener Linien, die verstanden haben, dass sie sich auch öffnen werden in Richtung Echtzeitdaten. Und die Information- und Kommunikationstechnologie unterstützt die moderne und innovative Verwaltung in der Stadt. Die Konsequenz aus dieser Aktion sind zum heutigen Tag, und ich muss wirklich dazu sagen, zum heutigen Tag, 170 Datensätze und 83 Anwendungen. Warum zum heutigen Tag? Weil morgen habe ich das Vergnügen und die Ehre, mit Sektionschef Matzka den Kultur-App und damit die 84. Anwendung zu präsentieren. Politisch war das wichtig, es steht dieses Bekenntnis im Regierungsübereinkommen und damit war die Initiative gut eingebettet. Das heißt, wir waren eine der ersten Städte, es waren schon manche vor uns, aber ich bin stolz darauf, wir sind eindeutig noch einige Monate, halbes Jahr vor allen anderen. Das freut mich. Wir haben auch bessere Bedingungen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von der Einbettung in der Politik oder auch von der Datengrundlage. Wir haben im Mai, und am 11. Mai war das 2011, die ersten Daten veröffentlicht, haben alles, wenn Sie sich bitte den Link dann anschauen und auf unsere Portale gehen, wir haben ein Open Government Portal und ein Teil davon ist der Open Government Data Portal. Wir haben eine niederschwellige Nutzungsbedingung, das immer eindeutig den Deutschen überlegen, die glaube ich haben schon 14 Lizenzmodelle, nur leider keine Realisierungen. Weil sie dauernd formalisieren und es ist eh schon erwähnt worden, ich glaube, wir formalisieren zu viel und hier haben wir einen Weg gegangen, der, glaube ich, bezeichnet war. Wir haben eine Creative Commons Lizenz genommen, nur Namensnennung, ganz egal, ob eine Nutzung privat oder wirtschaftlich danach erfolgt, es stehen die Daten frei zur Verfügung und man muss halt sich den hinter diesem 3.0 stehenden Prinzipien der Community unterwerfen. Das machten aber unsere Partner sehr gerne. Und wir haben tolle Anwendungen damit erreicht, die also diesem Prinzip, weil Open Government bitte darf man nicht reduzieren auf Data, das wäre zu wenig, sondern es geht auch um die ganzen Prozesse, Bürgerinbeteiligung, Wissenschaft und Forschung und auch Verwaltung mit ihren einzelnen Aufgaben. Und so schaut unser Portal aus. Wenn Sie dort einsteigen, sehen Sie alles. Sie haben alle Vorträge, alle Präsentationen, alle Datenarten, Sie haben alles erklärt. Wenn offen, dann komplett und mit allen Informationen.
Sie können dann sich sämtliche Anwendungen anschauen, das sind schon 83 und ich möchte nur herausgreifen ein paar, die eben zeigen, dass wir Mehrwerte erzeugen. Und Mehrwert ist ja das Wesentliche. Es geht ja nicht, die Verwaltung macht la pour la, ist stolz, wenn wir proaktiv die Daten bekannt geben, sondern damit muss was passieren. Und das ist die wesentliche Voraussetzung, unser Auftrag gewesen. Parken in Wien, voriges Jahr geschrieben worden von einem ganz jungen Entwickler, der in dem Verein gebettet ist, auf der sehr wohl Wissenschaftsseite, aber auch mit dem Hintergrund Firmenkontakte, hat den Content Award 2012 gewonnen. Ich durfte den Preis überreichen. Eine tolle, wirklich tolle Geschichte. Und die auch ganz wichtige Aktivität, nämlich der Content Award Sieger 2011. Für mich ist Robert Hahn der Prototyp eben des verantwortungsvollen Community, unter Anführungszeichen muss man sagen, Freaks, die was damit tun. Und zwar stehen, sind sie auch als Bürger, sie sind IKT-Experten, aber als Bürger aktiv. Und die Toilet Map war eine großartige Geschichte. Und sie ist ein paar Stunden nach der Pressekonferenz gekommen. Das heißt, mit den Bausteinen, GPS-Ortung, Routing-System, Daten aufbereiten, Routenempfehlung und so weiter und so weiter. Also großartig, für mich sind sehr viele Dinge, die danach gekommen sind, Verbesserungen, Erweiterungen, aber das ist für mich der Prototyp der ersten Anwendung. Und das war insofern wichtig und darauf sind wir durchaus stolz, weil am 19.09.2011 war nach dem Erfolg der Piraten in Berlin war die Frage, wofür stehen denn die? Internet sagt ja mal noch gar nichts. Und hier haben wir dann einen zweiminütigen Beitrag im Morgenjournal gehabt, der sich mit der Wiener Initiative beschäftigt hat. Und das hat mich auch gefreut, hat dann die Frage ist, und was hilft es uns? Hat einer der Redakteure, die Redakteurin war es, glaube ich, dann gesagt, na, und ist eingestiegen in Toilet Map. Hat gesagt, es gibt Notsituationen, wo diese Anwendung sehr, sehr nützlich ist. Und dann war das für die Anwesenden verständlich, weil man muss immer trennen. Es gibt natürlich auch hier die Wissenschaft, die einfach wesentlich mehr und Transparenz und Partizipationsmodelle und so weiter nimmt und das normale Leben. Und normale Leben heißt Anwendungen, die Bürgerinnen und Bürger, Touristen auch verstehen und nutzen. Und ein Punkt, und ich habe das deswegen hineingenommen, weil morgen kann ich eine erweiterte Fassung gemeinsam beziehungsweise Matzka präsentieren, Vienna Events. Wir haben auch im Mai schon unseren kompletten Veranstaltungskalender bekannt gegeben, der alles enthält, welche Veranstaltungen in verschiedensten Phasen. Morgen wird praktisch hier ein App, der den Bereich Kunst und Kultur betrifft, publiziert oder freigegeben. Da ist alles drinnen und die Erwartungshaltung, und da sage ich, ein bisschen ein anderes auch für die Wirtschaft nachzudenken, ist natürlich hier, die Veranstaltungen zu koppeln, mit Ticketsystemen Informationen aufzubereiten und damit durchaus Business Cases zu erzeugen, die Geld bringen. Wir haben einmal den Staat geliefert. Unsere Aufgabe ist es nicht, im kaufmännischen Kartenverkauf tätig zu sein, aber als Grundlage für Werbung haben wir immer alle Beispiele. Transparente Verwaltung heißt, wir müssen der offenen Gesellschaft begegnen und das bedeutet eine offene Verwaltung. Das ist sicher, und ich stehe für diese Aktion seit 2010, sehr gut gelungen und eindeutig klar ist, wenn man hier die Transparenz weitermachen, dann geht es nicht nur um die Daten, sondern es geht um Prozesse und Ergebnisse. Und daher war etwa 2012 für uns ein Jahr, wo die Partizipation ganz groß geschrieben worden ist, mit der Wiener Charta, mit Schwedenplatzplanung und noch ein paar so Dinge, wo es darum gegangen ist, wie beteiligen sich die Bürger bei Gestaltung von neuen und zukünftigen Prozessen. Und das ist sehr erfolgreich akzeptiert worden. Damit man nicht nur sich selbst auf die Schulter schlägt, war klar, wir müssen einmal evaluieren, ist das, was wir ursprünglich als Ziel gehabt haben und das politische Vorgabe auch wirklich eingetroffen. Das heißt, wir haben uns evaluieren lassen. Auch dieses Management-Summary mit mehr als 30 Seiten ist verfügbar, können Sie nachlesen. Ich möchte nur auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar Punkte, die einmal wichtig sind. Wir haben alle Bereiche so gesehen evaluieren lassen. Also wie geht es der Wirtschaft, wie geht es der Wissenschaft und Forschung, wie geht es den Journalisten, wie geht es den App-Entwicklern, wie geht es den Bürgern, wie geht es unseren eigenen Dienststellen. Das war nicht unwichtig. Weil man in diesem Prozess nur im Gemeinsamen, wenn Sie nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, dann ist das zu wenig.
Die Studie hat uns bestätigt, es ist sehr gut und sehr gut gelaufen und hat uns auch Anregungen gegeben. Den Anregungen werden wir in den nächsten paar Wochen auch entsprechen und Sie werden das auch ziemlich deutlich merken. Die Applikationsentwickler, das war sehr interessant, ist, glaube ich, und ich kann ja Frau Ministerin unterstützen, die Community ist derzeit 80-20 männlich, ungefähr im Alter 18-35. Das ist in etwa das Potenzial. Stimmt aber mit dem überein, das sind überall die Innovativen, brauchen Sie nur anschauen von der Entwicklung her, die Nobelpreisträger haben ihre Arbeiten gemacht mit 25, 28, 30 und nicht, die Preise haben es dann mit 60 gekriegt, das ist schon richtig, aber die Arbeiten waren ein bisschen früher. Und von der Anschätzung war dann klar, und das war der Status Dezember, da haben wir 55 Anwendungen gehabt. Wenn Sie einfach durch die, also multiplizieren mit der Angabe, wie viel der Entwickler gesagt hat, Stunden mit einem durchschnittlichen Stundensatz, kommen Sie auf einen Mehrwert oder Wertzuwachs für Wien in der Höhe von 300.000. Da rede ich noch gar nichts, wenn wir das bestellen würden, durch die eigene IKT-Mannschaft machen, kommen wir auf ganz andere Werte. Aber hier haben wir zumindest eine Grundlage gehabt. Als zweites haben wir hergenommen Kurse bzw. Seminare auf der Wirtschaftsuniversität, wo wir gebeten haben, es sollen sich zwei Teams mit dem möglichen Mehrwert für die Wiener Wirtschaft auseinandersetzen, und zwar ausgehend von der EU-Vorgabe 60 Milliarden. Ne? Das ist ja ein relativ schöner Rahmen, den man da hat, wenn Sie das anschauen unter dem Gesichtspunkt, was ist denn für Wien drinnen, und daher haben wir dort auch praktisch Workshop-Arbeiten, die ebenfalls untermauern, es sind Potenziale da und wo können wir ansetzen zum Weitermachen. Wir müssen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das ist mir vor allem wichtig, weil ich ja in den letzten Jahren gesehen habe, ich war immer zwar in Projekten tätig, für mich aber war wichtig, die Verankerung in der Realität. Nachhaltiger Nutzen durch OGT ist erst einmal geschaffen worden, aber zweitens ist noch weiter zu entwickeln. Wir müssen noch deutlicher den Nutzen für die Unternehmen machen. Wir werden weitermachen bei der Einbindung aktueller Daten und wir werden hier bei dem Prinzip bleiben, dass wir erstens einmal informieren, zweitens kostenlos die Nutzung haben. Wobei völlig klar ist, hier wird so einiges noch tun, weil nicht ohne Grund gibt es also von der EU das Inspire und die Vorstellungen, was wir alles öffnen. Und das trifft leider dann wieder natürlich auch die Wirtschaft mit Formalisierungen. Es ist leider so. Ja. Es ist diese Komplizierung einfach gegeben, dass also hier zwar Gutes gemeint ist, da muss man Rahmenbedingungen machen und daraufhin hat man schon wieder endlich Handicaps, die auch Aufwand erzeugen. Die Kooperation in Österreich ist super, man kann ich deswegen auch sagen, weil mir damals ein Anliegen war im Mai, wir müssen österreichweit kooperieren. Wenn wir das nicht machen, sind wir international, spielen wir keine Rolle. Daher haben wir relativ rasch die nationale Ebene hat sie gefunden. Es sind eben die Städte und die Städte tragen im Wesentlichen die Open Government Initiative, muss man ganz eindeutig sagen. Die Städte haben sie gefunden und wir haben auch Wissenschaft, haben Donau-Universität dabei, wir haben Rechenzentren dabei, wir haben Experten dabei. Und wir haben eines praktisch erzeugt, wir waren damit das erste Portal und da können wir wieder stolz sein, dtgv.at ist das nationale Portal und immerhin haben wir aktuell und zuletzt hat Niederösterreich freigeschalten, Anfang dieses Monats 6 Länder dabei und 4 Städte. Also wir sind immer dabei, ist klar, Wien hat einen Sonderstatus, Land, Stadt und Gemeinde. Und damit haben wir aber auch eine entsprechende Verantwortung zum Städtebund und zum Gemeindebund hinüber und auch unsere Rolle im digitalen Österreich. Und was ganz wichtig ist, und das ist anerkannt, wir spielen eine Rolle in der Kooperation Dachli, also in Richtung Liechtenstein hat sie ebenfalls angeschlossen, dass die Deutschsprechenden und immerhin sind es mehr als 100 Millionen in der EU sich finden und einmal eine klare Position beziehen und das haben wir erreicht. Das heißt zum Beispiel, unser Vorschlag der Metadaten wird in einem Workshop oder zwei Workshops nächstes Monat am 14. und 16. Mai in Berlin Grundlage sein. Dort engagieren sie Zeppelin-Universität, Fraunhofer-Institut, die deutschen Städte Berlin, das Innenministerium. Also wir können insofern stolz sein, wenn wir vorne dabei sind und dann auch entscheiden, was nach Brüssel als Ergebnis rüberkommt. Stolz sind wir auch als Wien in dem Fall auf die, und das ist sicher eine interessante Aufstellung, wir haben 170 Datensätze, die nächstgrößte Organisation ist Linz mit 126 und das bin ich wirklich stolz, weil ich ein bisschen
miterlebt habe, wie die das gemacht haben. Die Gemeinde Engerwitzdorf mit ein bisschen mehr als 8000 Einwohnern hat 116 Datensätze. Ich kann jetzt, der Frau Bundesministerin ist nicht mehr da, das durchaus erwähnen, weil es nämlich in einer Aussendung schon drinnen steht. Das ist deutlich mehr, als alle Bundesministerien publiziert haben. Also ich habe dem Bürgermeister Freitag gratuliert, weil er kriegt im Mai kriegt eine Auszeichnung, in dem für eine internationale Auszeichnung. Also auf das sind wir stolz und zeigt, wie gut wir operieren. Ohne Kommunikation, nämlich dem Reden drüber, was tun wir, geht es überhaupt nichts. Daher haben wir haben fixiert, welche Termine gibt es mit der Freischaltung. Also wenn Sie sich hier intensiver beschäftigen müssen, gehen Sie auf unsere Homepage. Aber wesentlich ist, wir publizieren wieder am 28.06. die Phase 11. Phase 10 und die vorgehende Plattform, da stehen alle so gesehen benötigten Experten und Expertinnen der Stadt Wien Ihnen zur Verfügung, ist am 27.06. von 16 bis 18 Uhr. Wird intensiv genutzt von der Community und der Wirtschaft und wir haben nach jeder Aussendung, die wir machen, also sprich Freischaltung, haben auch eine Feedbackrunde und die Feedbackrunde ist dazu da, dass uns die Wirtschaft erzählt, wie es ihnen gegangen ist mit den letzten Daten. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil wir gemeinsam weiterkommen. Wir können also damit unterstützen, dass da hier bestimmte Use Cases, wo Ideen sind, wo man dann sagt, okay, können wir machen, müssen wir auch im Detail klären. Warum ist das ein Problem? Gut, ja, stellen wir das Format um, wir können Daten ergänzen. Da ist irrsinnig viel passiert. Wir haben 4 Phasen, alles ist publiziert und Sie können sich hier diese Termine vormerken. Weiters haben wir, und auch das ist, habe ich schon kurz erwähnt, wichtige OGT-Veranstaltungen 2013. Am 16. Mai sind wir in Berlin bei der zweiten Konferenz und tragen auch nicht unwesentlich bei, wir gestalten einen der Workshops zu den Metadaten. Immerhin Metadaten 2.1 ist unser Ergebnis, abgestimmt mit den Schweizern und den Berlinern. Und das wird jetzt noch entsprechend noch einmal durch besprochen, ob wir noch Änderungen reinbringen müssen, aufgrund eben deutscher oder Schweizer Anregungen. Aber Grundlagen bei diesen Dingen sind unsere Ergebnisse. Das machen wir alles und ich glaube, das ist für uns einmal ein Auftrag und ganz wichtig zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Und ganz wichtig, und da kann ich nur etwas unterstreichen, Mehrwert für den Wirtschaftsstandort Wien. Und noch einmal hier für Wien, was für Österreich grundsätzlich gilt, auch für Wien gilt das. Es bringt die IKT wesentlich mehr als der Tourismus. Also wir leben nicht nur von den Lipizzanern und Schönbrunn, sondern dass es hier der Informations- und Kommunikationstechnologie und damit den Wiener Firmen gut geht. Und das ist ein ziemlicher Auftrag, daher auch hier eine Ankündigung, weil Sie, glaube ich, durchaus in der nächsten Zeit ein paar zumindest hier angeschrieben werden. Wir beschäftigen uns derzeit mit den Themen, wie geht es bei IKT-Fachkräften weiter? Haben wir einen Mangel? Wie bekommen wir mehr Frauen in technische Berufe? Hier wird es gemeinsame Initiativen geben. Freut mich hier, dass ein Vertreter, der bei dieser Initiative mitwirkt, auch hier anwesend ist. Das heißt, da tut sich was. Wir nehmen das sehr ernst, weil ohne, wenn wir gemeinsam nicht weitermachen, bei erkennbarer demografischer Entwicklung in Wien, wir gehen in Richtung 2 Millionen, wir gehen in Richtung überalterter Struktur, wenn uns nicht irgendwas einfällt, und dafür stehen bei uns im Moment die Schlagworte Smart City, Open Government, dann werden wir Probleme haben. Wir sind, glaube ich, gut gerüstet, wir sind innovativ, wir wollen die Partnerschaft und ohne Partnerschaft geht gar nichts. Und mich freut es daher, Sie immer wieder als Partner zu erleben. Ich stehe gerne immer zur Verfügung, weil ich mag Wien, ich mag Österreich und ich mag vor allem, dass wir als Europäer auch weiterkommen, nicht nur jammern, sondern was tun. Danke. Applaus